Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Linux-Tutorial. Heute möchte ich euch das mega nützliche Programm FFmpeg vorstellen. Das ist ein Konvertierungstool, das für euch eure Videodateien und teilweise sogar die Audiodateien konvertiert in ein passendes Format. Also zum Beispiel von H264 auf, keine Ahnung, DivX oder sowas, weil euer Handy zum Beispiel nur DivX kann oder umgekehrt. Das ist sehr, sehr nützlich und deswegen möchte ich euch das einfach mal nicht vorenthalten. Ich benutze es auch für meine Videos zum Großteil. Und ja, wir brauchen es natürlich erstmal, das bekommen wir wieder mal über sudo apt-get install. Und hier hinten dran dann einfach den Namen von dem Programm, wie immer, nämlich ffmpeg. Einfach installieren. Ich habe es natürlich schon installiert, deswegen brauche ich das nicht nochmal machen. Teilweise ist es auch schon auf den Linux-Distributionen installiert. Das heißt, nicht wundern, wenn ihr es nicht installieren müsst. Es ist schon da. So, das liefert uns einen neuen Befehl hier auf dem Terminal, nämlich ffmpeg. Und danach brauchen wir als erstes mal die Videodatei, die wir irgendwie konvertieren wollen. Meine ist jetzt eine, die ich vor einer Weile aufgenommen habe, nämlich eins zum Hacken. Und zwar minus i liefert Input, deswegen minus i. Hacking mit QR-Codes, das ist das Video, das ich hier benutze. Und ja, jetzt haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, was wir alles angeben können. Zum einen kriegen wir, also was man auf jeden Fall angeben muss, ist minus Codec. Und das sagt, welchen Codec soll ich denn verwenden? Also möchte ich jetzt H264 oder möchte ich DivX oder was möchte ich denn gerade benutzen? Da könnt ihr euch gerne mal einlesen, was ihr da wirklich für einen Codec braucht. Der Standard-Codec auf Linux ist, soweit ich weiß, libx 264. Das ist quasi eine Version von H264, die einfach Open Source ist, soweit ich das weiß. Aber, ups, das wollte ich natürlich nicht tun. Das war das Enter, das wollte ich nicht. Aber wenn ihr hier einfach den alten Codec wieder benutzen wollt, zum Beispiel ihr wollt euer Video splitten in mehrere kleinere Teile oder vielleicht nur die ersten 10 Sekunden oder sowas davon haben, dann macht ihr einfach Folgendes. Ihr gebt hier ein Codec Copy. Und dann übernimmt es einfach den Codec. Das heißt, es muss nicht neu konvertiert werden. Neu konvertieren dauert immer seine Zeit. Das geht wirklich teilweise sehr, sehr lang. Ich habe da mit Teilen von meinen Videos auch schon mal mehrere Stunden dran gesessen, dass es encodiert wird neu. Und ja, deswegen Codec Copy ist immer die beste Variante, wenn ihr nicht auf den Codec angewiesen seid. YouTube unterstützt mittlerweile so ziemlich alles, falls ihr es dafür braucht. Okay. Dann haben wir hinten dran natürlich noch den Output. Also wir müssen angeben, in was für eine Datei wir speichern wollen. Da könnten wir jetzt zum Beispiel einfach mal Hacking. Ich habe keine Ahnung, welches Video der Serie das Ganze jetzt ist. Deswegen sagen wir hier einfach mal Hacking QR. Und dann hinten dran natürlich auch noch den Container angeben. Der Container ist nicht der Codec. In meinem MKV steckt auch H264 oder libx264 drin. Aber .mkv ist sozusagen der Container. Nicht jeder Container kann alles halten, aber mit MP4 oder MKV seid ihr relativ gut dabei. So, das wäre jetzt sozusagen die Anweisung, wie ich einfach mein Video kopiere. Das ist ein bisschen unnötig. Deswegen, ja, können wir hier noch weitere Sachen angeben. Und zwar mit minus T. Minus T gibt mir sozusagen die Möglichkeit, auf die Zeit zuzugreifen. Das heißt, ich kann hier in Sekunden angeben, wie lang oder wie viele Sekunden davon möchte ich denn bitte haben. Also zum Beispiel, ich sage hier 15 Sekunden, dann kriege ich hier meine ersten 15 Sekunden von meinem Video. Und das war's dann auch schon. Alles andere wird einfach weggeschmissen. Keine Sorge, euer anderes Video bleibt erhalten. Es wird in die neue Datei hackingqr.mkv geschrieben, nämlich die ersten 15 Sekunden. Die andere Datei bleibt einfach unverändert. Okay, ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Ihr könnt die Dinger übrigens auch kombinieren, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und zwar minus SS, das hat jetzt nichts mit Nazis oder sowas zu tun, sondern ist durchaus ein sinnvolles Format hier. Man kann angeben, wo wir starten wollen, also die Startzeit von dem Video. Sagen wir mal, mein Video ist 3 Minuten und ich hätte gerne nur 15 Sekunden davon. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn ihr irgendwie ein riesen Let's Play oder sowas aufnehmen wollt, mit, keine Ahnung, 2 Stunden oder sowas und ihr habt eine Datei, die ist, ja, irgendwie, oder keine Ahnung, ihr habt eine Datei, die ist 15 Stunden lang. Auf YouTube sind, glaube ich, 11 Stunden das Maximum. Deswegen wollt ihr hier nur 11 Stunden benutzen. Naja, dann benutzt ihr halt als erstes, die erste Datei sagt ihr hier, okay, ich hätte gerne als Zeit 10 Stunden, also 10 mal 60 mal 60. Und die zweite Datei, die darf jetzt natürlich, die darf zwar bis zum Ende durchgehen, aber die kann nicht wieder von vorne anfangen, sonst habt ihr ja wieder die komplette Datei. Also braucht ihr eine Custom-Startzeit und das macht ihr mit minus SS 00 oder je nachdem, das sind die Stunden
das sind die Minuten, das sind die Sekunden und hinten dran könnt ihr sogar noch mit Komma 0 die Millisekunden machen. Das wäre jetzt die Startzeit, absoluter Anfang. Hier könnt ihr dann, wie gesagt, wenn ihr ein 10-Stunden-Video ab der 10. Stunde weiterlaufen lassen wollt, könnt ihr das Ganze so machen. Sehr cool. Und mit Minus T könnt ihr dann auch wieder sagen, okay, es darf nur so und so lang gehen, also Minus T 200 oder sowas, dann geht es halt nur 200 Sekunden. Fängt ab der 10. Stunde an und geht 200 Sekunden. Sehr praktisch, benutze ich auch öfters mal, wobei eigentlich eher selten. Jetzt kann man das Ganze aber auch so kombinieren, dass man das alles in einem Rutsch schreibt und dazu muss man einfach diese beiden Befehle hier vor das Codec Copy stecken. Also wir packen jetzt hierher Minus T zum Beispiel 200 Sekunden und dann sagen wir Minus Codec Copy und dann hinten dran geht es einfach direkt weiter, indem wir sagen Minus SS Doppelpunkt Minus SS 0 Doppelpunkt jetzt 200 Sekunden, nehmen wir eine andere Zahl, nehmen wir 60 Sekunden, das heißt wir nehmen die erste Minute, hier sagen wir Stunde 0, erste Minute und die 0. Sekunden, da wollen wir dann die zweite Datei anfangen lassen und zwar auch wieder Codec Copy, das heißt wir wollen sie nicht konvertieren und wir sagen wir wollen sie in 2 reinpacken, also Hacking Bindestrich QR.mkv. Somit bekommen wir eine Datei, die die ersten 60 Sekunden enthält und die zweite Datei, die ab der ersten Minute, also ab Minute 1.0 losläuft. Sehr praktisch, würde ich sagen. Okay, wenn ihr die andere Richtung braucht, das heißt, ihr wollt eine oder mehrere Dateien in eine einzige Datei schreiben, dann macht ihr das Ganze nicht mit minus i und einem Video, sondern ihr schreibt minus f und dann gebt ihr die Dateiliste an, sozusagen. Also ihr sagt minus f concat minus i und dann die Dateiliste, also irgendeine Liste.txt. Hier ist dann einfach wichtig, dass ihr die Dateien, alle Dateien, die ihr drin haben wollt in eurer Output-Datei, auflistet in dieser Textdatei. Die Textdatei muss dann natürlich im selben Ordner sein oder ihr gebt den vollständigen Pfad an. Okay, dann sagen wir hier minus C oder minus Codec, sagen wir minus C dieses Mal, Copy und zwar in die Datei output.mkv. Sehr praktisch und kann ich auch nur empfehlen. Benutze ich auch hin und wieder mal. Okay, vor allem für den Hacking-Disclaimer übrigens. Nochmal danke dafür. Und ja, weiter geht's. Wenn ihr eine Datei, wenn ihr nur die Audio von einer Datei haben wollt, das benutze ich eigentlich eher selten bei meinen Videos, aber okay, braucht man auch mal. Wenn ihr also sozusagen nur Audio haben wollt, dann könnt ihr das Ganze mit minus i euer Video, also in meinem Fall wieder Hacking, jetzt Hacking, und dann sagt ihr hier, ihr wollt Audio extrahieren, das macht ihr mit minus vn. Minus AB konvertiert die Audio und zwar in 256 Kilobyte pro Sekunde, das ist so normalerweise der Standard, und zwar in irgendeine Output.mp3-Datei. Das heißt, so kann ich nur meinen Ton extrahieren, egal welches Format der vorher war, er wird einfach in eine MP3-Datei konvertiert und zwar mit 256 Kilobyte die Sekunde. So, andere Richtung geht natürlich auch. Dazu wollen wir also eine separate Video- und Audiodatei haben wir und wollen wir zusammenstecken. Das heißt, wir haben ein Video plus eine Audiodatei, also das Video ist am besten ohne Audio, sonst überlagern sich die beiden. Und ja, jetzt wollen wir hier, ja, wobei, das hätte ich eigentlich lassen können, minus i und dann euer Video und dann nochmal minus i und dann eure Audio. Ich habe jetzt keine Sorge, aber so würde es theoretisch gehen. Minus c von dem Video, also der Codec von dem Video, der soll kopiert werden. Und der Codec von eurer Audio, der soll auf AAC konvertiert werden. AAC ist das normale Dateiformat. Ihr könnt ja auch AC3, glaube ich, benutzen. Das sollte auch unterstützt werden. Ja, aber das ist leider noch, soweit ich das weiß, zumindest ist es noch experimentell. Deswegen sagen wir hier minus strict experimental und dann eben in output.mkv. So sollte das funktionieren. Es gibt noch so viel mehr, was man alles mit FFmpeg machen kann. Das kann ich euch gar nicht alles in einem Video zeigen. Also wenn ihr Interesse dran habt, zum Beispiel auch noch andere Sachen wie ja, Größe verändern, also Inputgröße von einem Video verändern oder sonst irgendwas. Ach, wobei, eine Sache zeige ich euch noch, und zwar wie man eine GIF bekommt. Das ist für die ganzen Leute, die ganze Zeit auf Facebook oder 9gag zubringen, wahrscheinlich sehr, sehr nützlich.
Damit, auch mit FFmpeg natürlich, minus i bleibt in etwa dasselbe. Und damit kann ich mein Video in eine GIF konvertieren. Achtung, eine GIF hat generell keinen Ton. Okay. Mit Scale kann ich hier meine Größe verändern. Also erstmal brauche ich minus VF. Dann brauche ich noch Scale gleich. Ja, hier kann ich jetzt meine Größe verändern. Zum Beispiel 1000 oder sowas. Könnt ihr einfach mal rumprobieren, was ihr da gerade so braucht. 1000, Doppelpunkt minus 1. Da würde ich euch einfach mal, wie gesagt, probieren. Probiert es aus. Normalerweise sollte man aber GIFs nicht zu groß machen, deswegen braucht man hier eigentlich fast immer eine Zeit, zum Beispiel 5 Sekunden. Und mit minus R könnt ihr die Frames per Sekunde anzeigen lassen, also FPS sozusagen, die Framerate eben. Okay, eine GIF hat normalerweise, glaube ich, gerade mal so 12 FPS oder sowas, aber wir wollen trotzdem eine mit 20 FPS haben und dann einfach in eine Image.GIF-Datei speichern. So könnt ihr das Ganze auch wieder benutzen. Okay, und wie gesagt, es gibt noch so viel mehr, was man alles mit FFmpeg machen kann. Wenn ihr irgendwie selbst was sucht und gerade keinen Bock habt, ein Video von mir zu gucken oder zu requesten, wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann gebt ihr einfach ein FFmpeg --help. Und da wird euch dann einfach alles angezeigt, was ihr hier machen könnt. Ich kann euch, wie gesagt, nicht alles zeigen in diesem einen Video. Wenn ihr noch mehr von den mehr oder weniger nützlichen Dingen oder häufig genutzten Dingen haben wollt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, dann mache ich da vielleicht auch noch was dazu. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.